In diesem Video wollen wir uns dem Zinseszins mal nähern. Das ist ein Thema, das kommt natürlich in der Schule vor und kommt auch, wenn man später mal entweder einen Kredit nimmt oder halt Geld auf der Bank anlegt, muss man eigentlich diese Rechenart beherrschen. Deshalb wollen wir uns das hier mal anschauen. Wir haben jetzt hier Excel offen, denn damit lässt sich das ganz gut demonstrieren und schauen aber auch später, wie wir es handschriftlich und mit Taschenrechner dann ausrechnen können. Wer das nicht mit Excel machen möchte. Wir nehmen einfach gleich mal ein Beispiel, das kann es ganz gut dran erklären. Wir legen 100 Euro an, zu einem Zins von 5%. Das geht natürlich für Kredite analog. Und das ist natürlich ein Jahreszins von 5%, haben hier das Jahr 0, also eigentlich den Moment 0, in dem halt der Betrag angelegt wird. Und zwischen 0 und 1 habe ich ja die Zeitspanne von einem Jahr und deshalb habe ich dann nach Ablauf dieser Zeitspanne die 105 Euro. Die 105 Euro, in dem Beispiel ist es klar ersichtlich, die setzen sich zusammen aus dem 100 Euro Startbetrag und der Verzinsung von 5%. Also 100 mal die 5% komme ich auf 5 Euro plus den Startbetrag komme ich auf die 105 Euro. Da kann ich auch schon sehen hier, der Zins ist in nur die 5 Euro. Das nur zur Demonstration hier nebendran geschrieben. So, das hat jetzt eigentlich noch gar nichts mit Zinseszins zu tun, weil wir ja nur von unserem Anfangsbetrag die Zinsen genommen haben. Im zweiten Jahr kommt dann der Zinseszins zum Tragen, weil dann nehme ich ja den Anfangsbetrag, also den angelegten Betrag, plus die schon vorher angefallenen Zinsen, die nehme ich dann mal wieder die 5%. Also das sieht dann in Excel folgendermaßen aus. Hiermit ist gleich, da leite ich eine Rechnung ein. Sag hier, kann einfach hier draufklicken, 105, die wollen wir ja nehmen, mal, so, jetzt machen wir hier eine Klammer auf, eine 1 plus, 5%, Klammer zu. So, das erkläre ich jetzt schnell, was ich da genau gemacht habe. Also ich habe den Betrag 105 genommen, das ist hier diese blaue B6. 1 mal, und dann habe ich die mal genommen, also wir wollen ja mal den Zins nehmen. Und habe hier eine 1 plus davor geschrieben, weil wir wollen ja nicht nur die Zinsen wissen, also im Jahr vorher wären das hier nur die 5 Euro gewesen, sondern wir wollen ja den Kontostand wissen. Das heißt, da sollen auch noch der Anfangsbetrag von 105 Euro soll dann noch mit drauf gerechnet werden. Und deshalb ist hier die 1 dabei, dass der quasi mitgenommen wird. Und dann B2, das sind dann die Zinsen, die halt auf den Betrag noch drauf kommen. Okay, also wenn ich jetzt hier Enter drücke, habe ich einen Betrag von 110,25 Euro. Und da machen wir hier mit Zins auch gleich mal weiter. Also wir ziehen die beiden Beträge voneinander ab, dass wir sehen, was davon der Zins ist. Und es ist 5,25 Euro. Das sehe ich schon. Ich habe also durch den Zinseszins 25 Cent mehr gekriegt im zweiten Jahr. Und das kommt dadurch zustande, weil ich ja die 5 Euro jetzt mitverzinst habe. Können wir nämlich auch gleich mal ausprobieren, wo die 25 Cent herkommen. Dann nehme ich hier die 5 Euro und rechne die einfach mal 5%. Und dann sehe ich, ah, da kommen 25 Cent raus. Das sind nämlich genau die 25 Cent mehr, die es gibt. Weil wir ja auch 5 Euro mehr jetzt auf unserem Konto haben. Die werden ja mitverzinst. Also das ist der Zinseszins. In Excel geht das jetzt relativ einfach. Ich mache jetzt hier Folgendes. B2 ist ja unser Zins, der steht ja hier oben bei den 5%. Da mache ich jetzt einen absoluten Bezug hin. Ich werde jetzt nämlich Folgendes tun. Ich ziehe einfach unsere Zellen nach unten. Excel verschiebt dann auch die Rechnung immer eine Spalte nach unten, wie ihr hier seht. Also wir gehen jetzt hier von 110 Euro aus. In der nächsten Spalte gehen wir dann von 115 Euro aus und so weiter. Nur der Bezug zu den 5%, der soll eben gleich bleiben. Deshalb hier dieser absolute Bezug mit den Dollarzeichen. Okay, jetzt kann ich auch. Könnte ich das hier auch mal fortsetzen, dass wir dann sehen, wie der Zins dann steigt. Das ist also unser Zinsertrag, der steigt halt in jedem Jahr. Jetzt können wir auch gucken, um wie viel der in jedem Jahr steigt. Also kann ich einfach sagen, wieder die beiden Beträge voneinander abziehen. Hier steigt er um 25, 26, 28, 29, 30 und hier schon um 32 Cent. Also ist eine ganz interessante Entwicklung. Das könnten wir jetzt noch fortführen, dann würde der Charakter dieser exponentiellen Gleichung da noch zum Vorschein treten, aber das wollen wir jetzt gar nicht. Wir wollen jetzt nur wissen, wie man es rechnet. Also, wir behalten uns jetzt mal hier im siebten Jahr die 140,71 Euro im Hinterkopf und jetzt gehen wir mal ans Rechnen mit Taschenrechner und Stift. Also, beziehungsweise ich mache es hier in Word, aber das kann man analog genauso rechnen. Die allgemeine Formel für Zinseszins ist die ihr jetzt hier seht. Also S, das ist unser Anfangsbetrag, in unserem Beispiel 100 Euro, mal 1 plus I. I sind die 5%. Und N ist die Dauer also die Perioden, wie lange verzinst wird. Also zum Beispiel 7 Jahre in unserem Beispiel hatten wir ja verzinst. Okay,
Jetzt schauen wir uns das mal an. Also S haben wir gesagt 100 Euro, I 5% und N 7 Jahre. Bei 5% jetzt aber zu beachten, Prozent heißt pro 100. Das heißt, wir müssten also 5 geteilt durch 100 rechnen, um das dann in die Formel einzusetzen. Und 5 geteilt durch 100, das sind 0,05. Also setzen wir es mal in die Formel ein. Dann hätten wir 100 Euro mal, Klammer auf, 1 plus 0,05, Klammer zu, hoch die 7. Das sind ja unsere Jahre, wie viel lange wir das verzinsen. Und das geben wir jetzt mal in den Taschenrechner von Windows ein. Den könnt ihr einfach starten, indem ihr die Windows-Taste und R drückt. Dann kommt hier das Ausführen-Fenster und dann gebt ihr einfach Calc ein. Bestätigt mit Enter und dann kommt er aufgeploppt. Okay, aber hier dann müssen wir noch in die wissenschaftliche Ansicht, sonst funktioniert das mit der Potenz nicht. Und wir geben jetzt einfach mal ein, was hier unten steht. Also 100 mal Klammer auf 1 plus 0,05 Klammer zu hoch 7. Kommen wir auf 140,71 €. Ich hatte ja gesagt, im Hinterkopf behalten, dass wir die Werte mal vergleichen können. Und tatsächlich, wir kommen hier auf den gleichen Wert. Also das wäre die handschriftliche Rechnung. Eigentlich ist es immer nur einsetzen in die Formel, mehr ist es eigentlich nicht.